Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum A Link Between Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter, wir sind aktuell immer noch auf der Mai-Mai-Suche. 3 Stück gibt es noch, dann haben wir alle. Und es scheint so, als ob ich 3-mal vergessen habe, hier zu ticken, ne? Ja, weil es gibt noch 3 Stück, es gibt insgesamt glaube ich 100 und 3-mal haben wir vergessen hier zu schalten. Dementsprechend fehlen jetzt noch 3. So, ich würde sagen, wir gehen einmal rüber zum Desert Palace. Und suchen mal nach dem letzten Mai Mai in diesem Bereich. Es könnte theoretisch überall sein. So. So, mal unsere neue Taste ausprobieren, ne? Da, 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 da. Es könnte halt auch da drüben irgendwo sein, ne? Und ich habe es nicht gesehen. Boah, ich glaube... Ich hoffe mal, dass ich da alles erkundet habe. Und hoffe, es ist irgendwo hier in der Lichtwelt noch. So, ich höre mich mal ganz kurz um, ja? Ob ich hier noch irgendwas hören sollte. Ansonsten müssen wir, glaube ich, wirklich in den Palast nochmal rein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht irgendwo wieder unter einem Stein liegt oder so. Oder in der Höhle vielleicht. Okay, aktuell habe ich noch gar nichts gehört. Alter Leute, ist das euer Ernst hier? Was macht ihr denn hier klar? Was war denn in der Höhle da drinne? Nö, also ich habe hier jetzt gar nichts gehört. Es könnte halt wirklich sein, dass es da einfach im Dungeon drinne ist, ne? Das ist halt wirklich generell möglich. So. Okay, warte. Wir gehen mal ganz kurz in den Dungeon und versuchen irgendwo wieder rauszukommen. Wo kommt man denn? Okay, ich glaube von der Seite einfach, ne? Muss man raus. Was? Hat sich auch gerade einfach angehört wie Mai Mai, aber es ist, glaube ich, die Maus gewesen. So, guck mal, hier komme ich schon wieder raus, oder? Jo, easy. Okay, haben wir hier irgendwo einen Mai Mai übersehen? Zufällig? Nö. Hä? Das ist doch auch schon wieder so super merkwürdig. Hier oben ist auch nichts weiter, ne? Ich glaube, das würde ich auch fiepsen hören. Hä, das ist schon wieder so merkwürdig. So groß. Ach so. Ja, okay. Ich hab einen Guess, wo wir noch suchen müssen. Wahrscheinlich da am Eingang. Ja. Wahrscheinlich da am Eingang. Mann, ich mach's wieder unnötig kompliziert, ne? Am Eingang zur Wüste ist es wahrscheinlich. Oh, man kommt hier nur über die Schattenwelt rein, ne? Aha. Okay, gut. Ich gehe mal kurz in die Schattenwelt, gehe raus, gehe wieder in die Lichtwelt. Das übliche Hin und Her. Dann gehört halt dazu. So, jetzt in die Lichtwelt. Und dann müssten wir hier wahrscheinlich das letzte Mai Mai irgendwo finden. Logisch. Zack. So, was haben wir da? 50 Rubine leider nur. Schade. Naja. Haben oder nicht haben, ne? So, hier war glaube ich wieder so ein Dungeon drin. Bla bla blub. Okay, haben wir alles. Gut, dann hätten wir das. Dann würde ich sagen, wir flattern mal kurz in die Berge. Boah, ich glaube, das geht besser über die Schattenwelt. Warte mal kurz. Ich gehe mal kurz in die Schattenwelt, weil ich glaube, das Mai Mai, was wir jetzt noch suchen, ist in der Lichtwelt.
Und zwar hier in dem Bereich. Ja, hier in dem Bereich. Aber halt in der Lichtwelt. So, erstmal Schluck Kaffee. So, jetzt gehen wir hier in die Lichtwelt wieder rein. Zack. Okay, hier ist nichts, ne? Ich werfe trotzdem mal die ganzen Felsen hoch, weil es könnte ja trotzdem sein, dass da irgendwas drunter ist. Hier waren wir ja überall schon drinne. Zack. Oh, was ist denn das für eine Höhle? Ach, nur eine Feenquelle. Okay. Habe ich doch Unrecht? Zack. Ah ne, hier war das doch irgendwo, oder? War das nicht hier? Ist das jetzt nicht irgendwo zu einem großen Felsen gegangen? Aha. Hä? Es ist unter dem Kleinen. Ah, ich hätte schon die ganze Zeit holen können. Scheiße. Okay, das war mein Fail. Okay, aber das hätten wir auch. Und jetzt das letzte muss ich da unten in dem Gebiet befinden. Und dann haben wir's. Geil. Leute, ich freue mich. Dann haben wir die Maimai-Suche beendet. Und dann heißt es nur noch Dungeon durchrushen, würde ich sagen. Ich glaube, so die ganzen Schatzkisten haben wir auch schon abgeschlossen. Wir müssten eigentlich auch noch dieser komischen Königin helfen, oder? Ist dem nicht so? Fällt mir gerade so ein. So, ich glaube, hier waren wir schon auf jeden Fall in der Ecke. So, das ist halt die Frage. Wo haben wir jetzt hier das letzte noch übrig? Gibt's hier? Hier ist schon mal nix. Dann laufe ich mal hier rüber. Hier kann man nur in die Schattenwelt. Hier ist auch erstmal nichts weiter. Okay, jetzt sind wir schon am Rande. Baba. Haben wir denn hier irgendwo noch einen großen Felsen, den ich bisher nicht erspähte? Eigentlich nicht. Da. Ja. Okay. Wir haben es. Sehr schön. Zack. 50 Rubine bringt das letzte Mal immer nochmal mit sich. Ich habe gerade nochmal ein Guess, Leute. Wartet mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz nach Kakariko und dann will ich nochmal zu dieser Sora-Königin, weil die haben wir auch immer noch nicht befreit. Aber ich dachte, müssen wir die überhaupt befreien? Bekommt man da nicht auch was von der? Ich habe halt keinen Plan mehr, ne? Was war denn hier eigentlich? Okay, es lockt. Weil Schralala steht ja auch vom Schloss, ne? So, aber ja, uns fehlt doch noch dieser komische Stein, oder? Irre ich mich. Haben wir den irgendwann mal bekommen? Weil wir haben ja diese komische Sora-Königin auch immer noch nicht befreit. Aber bekommt man von deren Item? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was das angeht. Ich würde mal ganz kurz bei der vorbeigucken. Ganz kurz, ja. Und danach gehen wir in Turtle Rock rein. Bin gerade ein bisschen. Ja, aber das ist halt schon 20 Jahre her, ne, dass wir die gefunden haben und die ist ja immer noch dick. Und das wollen wir ja natürlich nicht. Aber man muss sich das normalerweise bei dem einfach wieder klauen, oder? Ja, das ist immer noch dick.
Aber wir haben auch das Gem nicht. Ist es nicht so, dass ich hier irgendwas reinwerfen konnte? Nö. Ich weiß nicht, wo das ist. Kein Plan. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Turtle Rock und dann gucken wir mal, was passiert. So, dafür würde ich jetzt erst nochmal in die Schattenwelt irgendwo rein switchen. Und dann direkter Teleport, ne? Sollte, glaube ich, hinhauen. Wo haben wir denn hier mal eben einen Riss in der Wand? Ich glaube, hier ist der schnellste Weg. Miss! Link! Was machst du? Du kannst da nicht einfach reinspringen. So. Turtle Rock steht an, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich auf jeden Fall. So, zack. Zack. Wir müssten alles Mögliche haben. Eisstab ist auf Maximum, ist immerhin ein Feuerlevel. Also ich denke, mit dem Eisstab sind wir da gut dabei. Items und Eisstab. So, rein da. Turtle Rock, Leute. Turtle Rock. Was eine crazy Musik. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Okay, wir haben hier direkt mal eine Wippe. Oder auch das hier. Okay, von hier kann man die echt schlecht erledigen. Bomben ist vielleicht die bessere Möglichkeit, oder? Jo, da gibt es direkt eine Schatzkiste. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber die Musik hier klingt eher wie so eine Wüstenmusik. Oder wie so ein Sultan. Finde ich zumindest. Okay, pass auf, wir machen jetzt mal den. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. Nee, hier kann ich gar nichts machen. Okay, warte. Dann kippen wir das nochmal um. Machen den. Hier komme ich noch nicht rein. Nee. So, aber. Ah, guck mal, hier kann ich das hier machen. Und da kriegen wir direkt die nächste Schatzkiste. Kompass am Anfang wäre am geilsten, glaube ich. Ah! Eben habe ich es noch gesucht. Lol. Da ist es. Da ist es, Leute. Nice. Ach, wie dumm das manchmal ist. Okay, jetzt können wir hier in die obere Etage rein. Da können wir uns hier direkt... Ups, das wollte ich nicht. Warte mal. Komm ich wieder zurück? Ja. Ich will mich hier erstmal... Ach so, ich komme da gar nicht... Ah, ich komme da gar nicht hin. Okay. Vielleicht hier drüber? Nö. Dann steigt man doch erstmal hier aus. Hauen diese Viecher kurz weg. Ah, ist so angenehm, ne? Mit dem Schwert. Oh, Schwert, Leute. Und extra Tasche. Okay, hier können wir die Schatzkiste holen. Sehr schön. Da ist der Kompass, sehr schön. Wichtigstes Item hier, finde ich. Oh ja, wir haben ordentlich was zu finden. Das gefällt mir. So, wir gehen nochmal zurück. Dann sind wir hier. Okay, warte. Gegner auch mal weg. Das macht jetzt so Spaß. Das müssen wir machen. Das müssen wir einfach machen. So, hier gibt es einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen links lang. Okay, zack. Ach, ist das angenehm. Eine sehr, sehr angenehme Spielweise aktuell. So, da ist der Schlüssel, oder? Okay, ist wirklich der Schlüssel. Und wenn wir hier weitergehen, kommen wir... Okay, auf diese Plattform. Das merken wir uns schon mal.
Von der Seite müssen wir auch einmal kommen. Und hier müssen wir auch erst wieder mit irgendwelchen Teleportern arbeiten. Komm mal hier. Meine Fresse. Okay. Ja, da ist der Schlüssel. Okay. Müssen wir auch erst wieder mit dem Teleporter ran. Das heißt, von der Seite aus kommen wir aktuell auch gar nicht weiter. Demnach würde ich hier einmal rüberlatschen. Hol mir hier mal einen Mana. Zack. Ja, das mache ich denn. Zack. Und da geht die Tür auf. Okay. Das war schon mal richtig. Was gibt's da drüben noch zu holen? Wartet mal. Das schaue ich mir natürlich auch nochmal schnell an. Nein! Ich kam zu spät. Irgendwie ist der Turtle Rock Dungeon echt super klein. Kann das sein? Oh Gott. Gar nichts getroffen. Okay, Mana. Kann ich hier noch irgendwas machen? Okay, da ist auch ein Schalter. Da geht die Tür auf. Okay, cool. Da haben wir erstmal alle Türen geöffnet, würde ich sagen. Her hier. Okay, Gegner sind alle tot, richtig? Jo. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Okay, das bringt uns hier hin. Das bringt uns hier hin. Oh, ich komme raus. Ah, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Zack. 50 Rubine. Und auf der anderen Seite muss ich aber gar nicht raus, ne? Da war ja gar nichts. Da ist jetzt auch nicht wirklich ein Schalter oder sowas. Muss ich da nochmal... Oh. Drauf gucken. Aua. So. Ja, das war doch erstmal nicht schlecht. Da kamen wir her. Hier. Ach, hier komme ich gar nicht lang. Dann doch vielleicht hier rüber. Jo. Da kriegen wir den zweiten Schlüssel. Perfekt. Easy. So, hier müsste es auch noch irgendwo eine Schatzkiste geben. Vielleicht, wenn ich alle Gegner töte. Ah. Ah. Oh. Oh. Ach, wie toll. Na toll. Bam, bam. Okay, da können wir jetzt auch lang gehen. Aber wir haben noch eine Schatzkiste. Wir haben noch zwei Schatzkisten hier. Die würde ich vorher mal kurz abchecken. Und mein Guess ist, dass ich hier vielleicht alle Gegner töten muss, um alle Schatzkisten zu bekommen. Deswegen, wir machen mal... Na, das hat ja super funktioniert. So, das war der. So. Den bringe ich auch noch mal eben um. Okay, das waren erstmal die alle. Da ist auch noch einer. Okay, warte, warte, warte. Wir bringen sie alle um, Leute. Wir bringen sie alle um. Ich glaube, da unten ist gerade noch einer aufgetaucht.
Okay. Ja, da ist der letzte. Ja. Und da kriegen wir dann noch eine Schatzkiste. Alles klar, cool. Gut, dann hätten wir das auch. Wir sind gerade in den anfänglichen Überlängebereich. Ich würde sagen, ich beende jetzt auch die Folge. Schauen wir noch schnell die Schatzkiste. Oh yes, da ist er. Da ist er, der Feuerstab. Oh, geil. Leute, das beste Item, wir haben es endlich. Oh yes. Ich freue mich. Das ist doch ein geiles Ende für diese Folge. So, aber wisst ihr was? Ich bin mal nicht so. Wir holen uns auch noch schnell die andere Schatzkiste. Ach, ich komme hier gar nicht lang. Ich komme gar nicht mehr irgendwie lang, ne? Okay, warte. Ich hole mir noch die andere Schatzkiste auf der Ebene. Oh, geil. Der Feuerstab. Ja, es passt auch einfach zu dem Dungeon, ne? Das passt halt wirklich gut. So, und dann kommen wir über die Treppe in die andere Etage rein. Wir haben zwei Schlüssel. Das passt alles sehr, sehr gut zum Folgenende. So, hier noch die Schatzkiste. Noch ein Mai Mai. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Wir haben jetzt den Feuerstab. Geilo. Das heißt, wir können auch in den nächsten Dungeon dann rein. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.